Hallo zusammen, Produktvorstellung, und zwar der Godox TT350S. Der ist grob ungefähr halb so groß wie ein normaler Blitz, hat auch nur zwei Batterien drin, kostet 30 Euro weniger als der große Bruder, der 685, den ich schon länger habe und den ich in den letzten Wochen auch sehr viel benutzt habe. Ich schreibe gerade ein Blitzbuch, das kommt nächste Woche raus. Und da habe ich einen ganzen Haufen Aufnahmen mit TTL gemacht, auch ganz viele Selfies mit TTL und gemerkt, dass es eigentlich. Vielleicht bin ich auch einfach ein alter Sack. Das macht es mir einfach im Moment gerne ein bisschen einfach. Es macht es einfacher, manche Sachen. Nicht alles, aber manche Sachen. Und der Kleine kann eigentlich das Gleiche. Der kann TTL, der kann Highspeed, manuell natürlich, S1, S2. Also eigentlich alles, was ich unser Blitz will. Mit der einzigen Einschränkung, er hat halt weniger Power. Und darum geht es heute ein bisschen. Zum einen die Bedienung, weil die ist wirklich nicht so einfach. Dann hat der genug Leistung. Wir messen das aus, vergleichen das mit so einem Yongnuo 563, der so Standardblitz wäre. Und dann probiere ich natürlich noch ganz schnell aus, ob das dann auch funktioniert mit dem TTL oder ob das nur draufsteht. Man weiß das ja immer nicht so. Und der Disclaimer, das Ding habe ich umsonst gekriegt von Godox, die haben mir den zugeschickt. Ja, weil ihr es wisst. Also, was ich hier habe, ist die Sony 7.2 mit dem Sigma 85mm 1.4, brandneu, habe ich erst seit Montag. Und darauf werde ich dann halt den ganz normalen die Fernbedienung hierfür nehmen und kurz zeigen, wie das funktioniert. Wir fangen aber mal an mit der Leistung. So, und zwar Leistung. Was ich jetzt hier drauf habe, ist ein Yongnuo 65-3. Ein Durchlichtschirm, da steht die Heidi. Und die hat ein Messgerät um den Hals hängen. Das heißt, ich messe einfach mal bei ISO 100, wie viel Power kommt denn da eigentlich raus, wenn ich den Yongnuo auf volle Leistung habe. So, volle Leistung. Da sagte mir, bei der Entfernung wäre das Blende 8, bei Blende 8 wäre das richtig belichtet. Und jetzt nehme ich hier den kleinen, gehe auf volle Leistung. Das ist ja das Schöne. Die Bedienung im manuellen Modus ist so, wie ich mir das wünsche, weil ich habe ein Drehrad drauf, das heißt, ich kann einfach dran drehen und dann kann ich ihn heller und dunkler machen. Der Nachteil daran ist, ich habe ja gerne die Druckknöpfe, die ich beim Yongnuo habe. Wenn der Blitz da oben ist, so wie der da, ich kann das Display nicht sehen, dann kann ich zwar an dem Rad drehen, kann ich zwar hier dran drehen, aber ich sehe halt nicht, was passiert. Während bei dem, wenn ich weiß, ich bin auf ein Halb, dann weiß ich, ich muss einmal nach rechts drücken, dann bin ich auf ganze Leistung. Also meine persönliche Präferenz sind nach wie vor Drückknöpfe, weil ich habe so Grobmotoriker-Hände. Jetzt nehme ich den, alles ausgeklappt, so, pack den direkt daneben. Achso, muss natürlich Start drücken hier. 5,6. Also Blende 8 statt 5,6, das heißt, bei der Entfernung habe ich ungefähr eine Blende weniger Leistung. Das heißt, wir könnten hier ganz normal immer noch Portraits machen bei 5,6. Wenn ich dementsprechend bei 2,8 oder sowas bin, habe ich überhaupt kein Problem. Und das wäre die wichtige Botschaft vorweg. Für Indoor ist der eigentlich völlig ausreichend, wenn du einfach aufhellen willst oder wenn du das vielleicht als Haarlicht nehmen willst oder wenn du so einen Durchlichtschirm nimmst, was natürlich gar nicht geht. Ein Problem ist es natürlich, wenn du eine Softbox nimmst, irgendwie 90 cm Octabox mit Grid und dennoch relativ weit weg und dann willst du auf Blende 8 arbeiten, dann musst du mit dem ISO natürlich hochgehen. Also dafür ist der aber auch nicht gedacht, sondern der ist dafür gedacht, der passt jetzt wirklich in die Hosentasche. Ne? Wie muss ich das jetzt sagen? 1000 Songs halt nicht, sondern irgendwie Leitzahl 35 in der Hosentasche oder so. Ihr wisst, wen ich meine. Also das passt wirklich bequem in die Hosentasche, gerade so für eine kleine Spiegelreflexkamera, wenn man da kein kleines, also ein kleines Objektiv drauf hätte. Dann könnte man halt auch einen kleinen Blitz mitnehmen. Finde ich sehr charmant. Er wirkt auch sehr, sehr hochwertig, ist gut verarbeitet. Auch der Joghurtbecher passt einfach ganz bequem drauf. Also der fühlt sich jetzt nicht nach einem Billiggerät an. Und mit 80 Euro ist er ja doch relativ günstig für einen TTL-Blitz. So, das war Leistung. Wir kämpfen uns mal durch die Bedienung. Also was ich jetzt hier habe, ist eben der TT. Und hier ist die Godox-Fernbedienung, die Kamera ist aus. Spielt im Moment keine Rolle. Was ich, wenn ich TTL haben will, ist, hier bin ich auf dem A, der A-Gruppe im manuellen Modus 16 plus 3 und hier auch 16 plus 3 und ich kann hier auf Gruppe drücken, damit ich A ausgewählt habe und wenn ich jetzt hier drin rumdrehe, dann seht ihr das, dann kommt der auch nach und wenn ich teste, kommt der halt auch. Ja? Also wenn ich das mal verbunden habe und eingestellt habe, dann ist eigentlich sehr einfach, dann funktioniert das sehr gut. Ich kann dann hier zum Beispiel auch auf Modus gehen, aus oder TTL. Und dann blitzt der halt, kann ich das irgendwie zeigen? Nee, kann ich auf TTL gehen und dann blitzt der im TTL. Die Schwierigkeit ist mehr, so ein bisschen überhaupt da mal hinzukommen. Ich bin hier Channel 1. Und zwar gibt es hier den Sync-Button. Den lange drücken,
Jetzt kann ich Highspeed an und aus, wenn ich kurz drücke, und wenn ich lange drücke, dann bin ich hier, und jetzt kann ich mit dem Drehrad drehen. Jetzt bin ich zwischen manuell und nicht manuell und so weiter, kann ich zwischen den verschiedenen Modus wählen. Und ich will eigentlich TTL haben. Und kann ich auf Reset drücken, das ist gut. Also da muss man halt erstmal drauf kommen, dass man lange auf Sync drücken muss. Und das ist eigentlich alles, wenn ich die verbinden will, hier einstellen, dass TTL ist, dass hier halt eben Gruppe A, Channel 1 oder halt eben nicht Gruppe A, was du haben willst, und dann ist gut. Jetzt kann ich hier immer noch mit dem Modus drücken, also zum Beispiel Modus aus, Multi und so weiter, manuell. Kann ich dann alles ganz normal, wie man das kennt. Ich benutze das Ding mit der Fernbedienung und dann gehe ich hier auf manuell. Das heißt, ich mache da eigentlich nichts mit, sondern ich mache das alles hier an der Fernbedienung dran. Wenn ich den jetzt mit einer Yongnuo 603 oder sowas benutzen wollte, dann stelle ich den auf manuell und dann packe ich den 603 da drunter und dann kann ich natürlich den einfach nur auslösen und muss halt manuell hingehen und die Leistung einstellen. Und dann kann ich das hier mit dem Drehrad machen. Ich mache das mal, ich gehe mal in Sync-Modus. So. Jetzt bin ich ganz normal in manueller Modus. Und jetzt kann ich mit dem Drehrad einfach die Leistung hoch und runter drehen, so wie man das erwartet. Ich kann hier immer noch zwischen Highspeed und Nicht-Highspeed wechseln. Ich kann hier auch S1 und S2 anmachen für Auslösen über einen anderen Blitz. Ah, jetzt bin ich blind. Also es funktioniert. Ah, verdammt. Ich muss einen Moment warten, bis ich wieder gucken kann hier. Also ich benutze einfach die Fernbedienung und mache dann hier gar nichts mehr. Ich stelle den halt wieder lange Sync drücken. Dann hier auf eben TTL gehen. Okay. Und jetzt kann ich hier wieder, wenn ich Gruppe A auswähle, oder kann ich nämlich sagen TTL minus. Oder halt eben, oder halt eben Modus wechseln. Und das alles einstellen. So, und jetzt noch ganz kurz TTL. Und zwar habe ich jetzt die Sony A7 II, wie gesagt, mit den 85 mm drauf, den Durchlichtschirm, das sind 83 cm Valimax. Ich verlinke auf meiner Ausrüstungsliste für Blitze, da ist das ganze Equipment auch bei. Und der ist jetzt, wie gesagt, im TTL-Modus. Und wir hatten ja, ändern uns, wir hatten eben ausgemessen, dass der Blitz maximal Blende 5.6 kann, auf volle Leistung. Das heißt, ich gehe doch jetzt mal auf 5.6 bei der Sony. 200 Stell, ISO 100 natürlich, 5.6. Augen-Autofokus und einmal ein Blitzbild machen. Das sieht gut aus für mich. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt auf Blende 8 gehe, müsste das Bild eigentlich zu dunkel sein. Aber wir sehen da eigentlich keinen Unterschied. Und von so her muss ich sagen, wenn ich jetzt noch weiter die Blende zumache, dann wird es zu dunkel natürlich. Aber da kommt doch relativ viel Power raus, weil Blende 8, es ist drinne und ich bin sehr nah dran und es ist nur ein Durchlichtschirm und so weiter, muss man alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Nichtsdestotrotz, für einen Blitz, der in die Hosentasche passt, ist das doch nicht ganz verkehrt, oder? Einfach, dass wir es gesehen haben, ich gehe nochmal ganz schnell auf Blende 11. Dann kommt er jetzt wirklich nicht mehr ganz nach. Also langsam wird es ein bisschen dunkler, aber auch Blende 11, da könnte man noch mit arbeiten. Ich meine, das ist die Sony, da kann ich auch eine Blende unterbelichten, das kann ich auch wieder hochziehen. Von so her ist es durchaus ein vollwertiger Blitz. Benutze ich den jetzt nur noch? Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich einfach einen Blitz mitnehme, damit ich einen Blitz dabei habe und ich gehe gar nicht davon aus, dass ich ihn brauche, aber ich habe lieber einen dabei, falls ich ihn doch brauche, dann ja, besser als nichts. Um mal irgendwo noch schnell die Augen aufzuhellen oder einfach noch mal irgendwo ein paar Watt zusätzlich reinzubringen. Ich war zum Beispiel gestern in Zürich in einem Büro und habe Fotos gemacht. Das hier ist ein Testbild. Und da habe ich Fensterlicht genutzt natürlich. Es ist ein sehr helles Büro. Aber es war halt ein super dunkelgrauer Tag. Und dann habe ich einfach den Blitz genommen, an die Decke geknallt, einfach um noch zusätzlich so ein bisschen mehr, damit ich auf ISO 100 bleiben kann und damit die Person halt einfach so ein bisschen heller rauskommt. Weil das war die Idee dahinter, dass wir so ganz helle, freundliche Porträts machen, so im Büro und so weiter und so fort, ist ja egal. Das war jedenfalls die Idee dahinter. Und da hat mir der Blitz geholfen, da hatte ich einfach den Godox dabei, TTL, einfach TTL plus ein Drittel, glaube ich, und einfach hinter mich gegen die Wand und gut ist, zusätzlich zu dem Fensterlicht. Und da sieht nachher kein Mensch, dass es geblitzt ist. Steht alles in meinem Blitzbuch drinne. Wie gesagt, das gibt es dann ab Anfang der nächsten Woche. So, weil ihr doch fragt, zu dem Objektiv gibt es dann auch irgendwann ein Review. Das, wie gesagt, habe ich erst seit Montag, das werde ich am Wochenende ausführlich testen in Hamburg. Und dann gibt es auch ein paar Bilder davon zu sehen. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Wenn du den kleinen Godox als zusätzlichen Blitz kaufen möchtest, viel Spaß damit. Ich habe es gesagt, als einzigen Blitz würde ich nicht nehmen, dann lieber den großen. Aber als Ergänzung zusätzlich noch,
Ja, werde ich den in nächster Zeit sicherlich viel verwenden. Und wenn mir auf Facebook folgt und so weiter, kriege ich das ja auch mit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was ist das eigentlich für eine Weitwelle? Das sieht ja ganz gelb aus hier, oder? Oh Mann, na. Wie sieht das wieder aus? Verdammt.